course. Miss, are you telling us absolutely everything? Not exactly. We're also out of coffee. Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Update. Es ist der 11.05.2018, 17.29 Uhr. Schauen wir uns heute mal die aktuelle Lage zu diesem Flash Crash an. Wir schauen uns an, wieso, weshalb, warum und wie weit es nach unten gehen könnte. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Wir schauen uns kurz auf CoinMarketCap an, wie es den anderen Coins geht. Und wir sehen auch schon, dass Bitcoin sich noch ziemlich gut hält, zusammen mit Ether. Die Altcoins bluten um einiges mehr. Wir haben Ripple, der massiv blutet, und auch Bitcoin Cash, EOS, Cardano stechen da gerade sehr stark heraus. Natürlich auch IOTA. IOTA, einen massiven Run erlebt über die 2 Dollar, muss jetzt erstmal bluten. Und ja, was geht hier ab? Gerade noch hier, man kann auf Bitcoin, auf BitMEX, den Bitcoin-Wert nämlich auch storen. Das ist jetzt gerade momentan ziemlich ein interessantes Thema und ein Thema, was mich viele Leute fragen. Wenn man eben seine Bitcoins auf BitMEX hat und wenn man von seinem Dip eben sozusagen eine Art Safe Store sucht, dann macht man einen Short mit einer Hebel. Das heißt, man geht in den Short ein, setzt den Hebel auf 1 und dann gewinnt man einfach die Bitcoins dazu, die der Bitcoin an Wert verliert. Sprich, wir haben hier einen Short bei 9.461. Der Preis von Bitcoin ist jetzt 10% nach unten gegangen und wir machen 10% plus an Fiat-Wert. Das wollte ich nur mal so erklären. Und wäre mir jetzt eben kein eigenes Video wert gewesen, das ist sozusagen die Tether-Alternative auf BitMEX und so ein kleiner Trick, den ich von wem aus meiner Community gelernt habe und den wollte ich euch kurz mal zeigen. Wir sind jetzt hier am Chart und wir fragen uns, was ging ab? Was ist hier passiert? Warum erleben wir diesen Crash? Und ich sage euch, es ist eine Mischung aus TA, also aus Tradern, die geshortet haben, und auch eine Mischung aus News. Wir hatten die Meldung von Bill Gates, der den Bitcoin shorten wollte, was natürlich jetzt nicht so relevant ist. Wir hatten Warren Buffett, wir hatten die Meldung von Mt. Gox, was auch nicht relevant ist an sich, aber wir hatten eine ziemlich relevante Meldung aus Korea, nämlich das mit der Börse, mit Upbit, dass eben da sozusagen eine Art Raid unter Anführungszeichen durchgeführt wurde. Ich sage euch gleich warum unter Anführungszeichen, und das sind eben Faktoren, die eben zusammen mit den Shortern, also den Tradern und den Panikverkäufern, eine Reaktion auslösen, die eben dann so aussieht. Was ist hier passiert? Wir haben hier den Top geformt von dieser Welle 5. Wir hatten gestern schon auf dem Tageschart eine Bearish Divergence. Wir hatten auch den riesen Struggle, den 9370er breit zu brechen. Sprich, der Channel hat gehalten, mehr Leute haben geshortet, mehr Leute haben die Bearish Divergence gesehen und dann kam der erste Short und das war jetzt halt dieser kleine, ja, Rückgang, aber der war halt bedingt noch von den Tradern. Wir haben auch am Tageschart diesen Channel geformt, aus diesem Channel sind wir auch ausgebrochen. Das wäre dann das nächste Signal gewesen von den Tradern, um eben zu shorten, und das war eben dann diese kleine Reaktion, die wir gestern am Abend gesehen haben. Die große Reaktion war dann gepaart von diesem Sell-Off, nämlich dass eben die koreanische Börse eben wegen Fraud tituliert wurde, das heißt wegen Betrug. Das Ding ist halt, im Kryptobereich wird immer alles heißer gekocht als gegessen und im Prinzip Raid, die Leute stellen so dar, als wäre das SWAT-Team einmarschiert mit Rambock und hätte jeden einzelnen Mitarbeiter gerade ins Arbeitslager mitgenommen und die Seite down genommen. Auf keinen Fall ist das der Fall. Es gab anscheinend einen kleinen, ja, Einsatz, weil eben der Verdacht des Frauds im Raum steht, was auch immer genau mit Fraud gemeint wird. Könnte auch Steuerbeziehung sein, Betrug in diesem Sinne, ich weiß nicht genau was. Und wahrscheinlich waren da halt 4, 5 Herren von der Justiz, eventuell vom Finanzamt, haben ganz normal ein paar Akten mitgenommen und vielleicht 1, 2 Datenträger und das war's auch. Das ist jetzt nicht irgendwie der Grund, warum man hier direkt, ja, ganz seine Krypto-Anlagen verkaufen soll. Natürlich ist es besonders erregend, ich verstehe die Koreaner auch zum Teil, aber ist natürlich wieder eine extreme Überreaktion. Und über die Sache mit Mt. Gox, viele Leute bekommen immer noch die Panik, wenn Mt. Gox Bitcoins von der Wallet moved. Mt. Gox macht OTC-Verkäufe, das heißt over the corner. Da wird der Preis nicht direkt von Mt. Gox beeinflusst. Das Einzige, was den Preis beeinflusst, sind nicht gerade die hellsten Leute, die aufgrund dieser Meldung beginnen, ihre Bitcoins oder ihre Kryptowährungen zu verkaufen. Das sind jetzt mal die fundamentalen Dinge. Charttechnisch sieht es so aus. Wir sehen jetzt hier definitiv 1, 2, 3, 4, 5 Wellen nach oben. Wir haben uns immer noch gefragt, was soll dieser Welle 4 Bereich sein? Das war immer ziemlich schwierig zu zählen, aber momentan sieht es nach Welle 1 bis 5 aus, zumindest jetzt vom ersten Anschein nach. Wir sehen hier die Fibretracements hoch und sehen, dass wir momentan starken Support haben bei der 0,382 Fib-Region. Die Frage ist jetzt, wird das halten? Ziemlich schwierig. Mein Target ist immer noch in diesem Bereich. 0,5 wäre ein super Target, weil hier haben wir dieses Aufkommen in diesem Bereich. In diesem Bereich drüben haben wir auch einiges an Aufkommen und das wäre wirklich ein, ja, gutes Retracement. Wenn man bedenkt, wir sind jetzt knapp $5,000 waren es oder $4,000 von den $6,000 eben hoch gemoved und wir haben formuliert natürlich die Korrektur und wir schauen jetzt die Targets an. Wenn wir von
$6.000 auf $9.000 pushen, 9.900 und dann korrigieren auf 8.100, dann wäre das doch sehr bullish und überhaupt kein Grund zur Sorge. Das heißt, wir retracen uns hier hin und starten dann eine neue Impulswave nach oben, was sehr cool wäre und was auch den Bruch der 10K voraussagen würde. Das Ding ist, dass die Leute immer komplett in Panik verfallen, wegen jedem Dip. Natürlich ist es krass, wenn man auf CoinMarketCaps schaut und gerade die Alts ja, extrem bluten, aber alles in allem, ja, die Korrektur muss dann kommen. Ich wusste jetzt keiner direkt, dass die jetzt so ausfällt. Ich könnte mir immer noch vorstellen, dass die Welle 5 mindestens in diesem Bereich hier hochgegangen wäre. Ist jetzt leider nicht der Fall gewesen, weil wenn man gerade die Welle 3 betrachtet, wie exorbitant die Welle 3 ist, hätte man die Welle 5 mindestens irgendwie hier oben targeten können. Leider hatten wir dann eben auch diesen Pfad, der gestern noch mit reingespült hat, also dieses Kurier-Geschichte, Warren Buffett, bla bla bla, ihr wisst schon und so weiter und so fort. Ja, das wäre jetzt mal generelle Meinung. Schaut auf diese Region. Ich hoffe, wir bauten hier. Könnt mal eure Buy-Orders nach unten laddern. Das vergessen viele Leute auch immer. Wenn ihr kauft, dann laddert eure Buys. Das heißt, steckt die hier rein und laddert die. Das heißt, ihr setzt immer neue Buys rein und nicht einen Buy auf einmal. Das heißt, hier einen Buy, dann darunter, bis wir auf der 0,5-Region sein. Immer einen Buy reinlegen und nicht immer alle Buys auf, keine Ahnung, 0,382 legen, weil dann, wenn der Kurs dann nach unten geht, verliert er. Und wenn ihr eure Buys laddert, sprich nach unten, immer wieder nachkauft, dann holt ihr euch einen guten Average-Preis raus und seid dann trotzdem, wenn der Kurs noch fällt, immer noch gut mit eurem Einstiegspreis dabei. Und ich würde sagen, es reicht jetzt erstmal für das Update. Ich weiß, ja, ist heute kein schöner Tag und ist auch kein Tag zur Freude, aber seid dennoch vielleicht nicht so depressiv. Ja, wie gesagt, sieht jetzt alles in allem noch nicht so schlecht aus. Ich sage immer, if in doubt, zoom out. Wenn man rauszoomt, sieht das Ganze jetzt nicht so brutal aus wie auf 5-Minuten-Charts. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.